بسم الله الرحمن الرحيم. أفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أكرم الأكرمين. أما بعد، إذا أنت ما نحمة تنبوخ العربية بين يديك الوحدة الثالثة تستغيث المدول mit السكن das Wohnen oder die Wohnung الدرس الحادي عشر أو الحادي والعشرون الحادي والعشرون لكتسيون 21 الحوار الثالث der dritte Dialog انظر واستمع وأعد. Wer das nicht weiß, muss später nochmal nachschlagen bei den anderen Seiten. المشتري المشتري ist der Käufer, der kauft. السلام عليكم. البائع der Verkäufer. وعليكم السلام. أي خدمة irgendwelche Dienste, also sowas wie kann ich Ihnen helfen, irgendwelche Dienste. المشتري أريد بعض الأثاث. Ich will einige. بعض bedeutet einige. الأثاث Möbel. Ich möchte einige Möbel. Natürlich dieses بعض wird auch im Koran erwähnt. في بضع سنين. In Surah Ar-Rum, wo Allah Azza wa Jal über den Kampf zwischen den Römern und den Persern redet, wird gesagt, dass die Römer bald in einigen Jahren die Perser besiegen werden. Fi bid'i sinin. Und im Arabischen haben solche einige und bestimmte Wörter eine bestimmte Anzahl. Und wenn man ba'd sagt, dann ist es von 3 bis 10. Fi bid'i sinin. Uridu ba'd al-athath. Natürlich, hier meint man jetzt nicht, ich möchte hier 3 bis 10 Möbel. Einige. البائع ماذا تريد لغرفة النوم؟ Was möchtest du? Und wir merken hier, أريد, ich möchte, تريد, du möchtest. Und genauso eigentlich auch sie. Sie möchte, تريد. Aber hier merkt man eben, dass vom Kontext, dass es eben du gemeint ist. ماذا تريد لغرفة النوم؟ Li Ghurfa für das Zimmer des Schlafs, also Schlafzimmer, für das Schlafzimmer. El Mushtari, der Verkäufer, Uridu Sariran Wasitaratan. Ich möchte Sarir, ein Bett. Und hier merkt ihr Sariran. Warum haben wir nicht Sarirun gesagt? Die Antwort? Weil der Mef'ul bihi, der Akkusativ, wenn man das so übersetzen kann, ist mit Fetha. Und der Nominativ ist mit Dhamma. Das bedeutet, Uridu, wer ist Nominativ? Ich, was versteckt ist. Sariran ist Akkusativ, deswegen haben wir Sariran, ein Fetha, am Ende gegeben. Jetzt fragt man sich, warum habe ich ein Tanwin gegeben und nicht ein Fetha nur? Weil Sarir unbestimmt ist. Wenn es unbestimmt ist, dann ist es N, In, Un. Je nachdem, ob es Nominativ ist, Akkusativ ist, Dativ oder sonst was. Ist es aber mit L, also ist es bestimmt, Es-Sarir, dann sagt man Es-Sariru, Es-Sarira, Es-Sariri. Je nachdem, wo das Wort ist. O-Sitaratan. Sitaratan ist sowas wie ein Vorhang, um die Fenster zum Beispiel zu bedecken. Also Uridu Sariran, ich möchte ein Bett, Wasitaratan und ein Vorhang. Al-Ba'i' وماذا تريد لغرفة الجلوس? Und was möchtest du für das Wohnzimmer? لغرفة, Zimmer, الجلوس, sitzen. Für das Zimmer des Sitzens, also Wohnzimmer. Al-Mushtari أريد أريكة وسجادة.
أريكة الصوص في عن زسلة والسجادة تبش. البائع وماذا تريد للمطبخ؟ Und was möchtest du für die Küche? Mطبخ ist Küche. المشتري أريد فرنا. فرن ist Ofen. فرن ist Ofen. وثلاجة. ثلاجة ist Kühlschrank. Natürlich ein Fehler, dass ich 8 Jahre gemacht habe. Macht diesen Fehler nicht. Dass ich für Kühlschrank immer Barat gesagt habe. Barat ist aber Gießkanne. Also nicht Kühlschrank, weil ich dachte, Barat kommt von Bert, von kalt. Und deswegen nennt man das dann Kühlschrank. Das ist aber falsch. Also in Ägypten ist es falsch. Ob es in Syrien so ist, weiß ich nicht. البائع. وماذا تريد للحمام؟ حمام war Toilette. Und was möchtest du für die Toilette? المشتري أريد سخانا. Und سخان ist sowas wie der Einheizer. Also damit man warmes Wasser hat. Boiler, genau. ومرآة und ein Spiegel. Natürlich müssen wir hier unterscheiden zwischen مرآة, wo der Elif ein Hemse hat und nicht dieses Met, diese Welle. Mar'a ist Frau. Mir'at oder Mir'a ist Spiegel. Al-Ba'a, hel turidu shay'an akhara? Möchtest du etwas anderes? Hel turidu shay'an, etwas akhara, anderes. Möchtest du etwas anderes. المشتري شكرا. Danke. أريد, ich möchte, مشاهدة الأثاث, das Sehen der Möbel. Also ich möchte die Möbel sehen sozusagen. Ich möchte das Sehen der Möbel. البائع تفضل. Bitteschön. Jetzt lesen wir nochmal den Text. Herzlich willkommen als erstes, Shahria. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wir machen mal den Dialog zwischen euch beiden. Abdul Baqi ist der Mushtari und Bruder Shahria ist dann der Ba'a. Okay? Inshallah. Also Mushtari ist jemand, der, also der Verkäufer, oder? Genau, der Mushtari ist der Mushtari ist der Käufer, der die Sachen kauft. Achso. Al-Ba'i ist der Verkäufer. Ah, jazakallahu khairan. Dann bin ich Verkäufer Al-Ba'i, oder? Genau, richtig. Okay, Abdul Baqi, ibda, fang an. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Ayya khidma. Genau. Du warst, glaube ich, noch nicht dabei. Deswegen Ayya khidma bedeutet sowas wie irgendwelche Dienste. Kann ich irgendwie helfen, sozusagen? أريد بعض الأثاث. ماذا تريد؟ ماذا تريد غرفة النوم؟ لغرفة النوم. ماذا تريد لغرفة النوم؟ فذكرنا نعم لغرفة. لغرفة النوم. ماذا تريد لغرفة النوم؟ ممتاز. سوبر. أريد سريرا وستارة. Ich habe vielleicht eine kleine Bitte. Also ich habe leider nicht am Anfang so gut aufgepasst. Vielleicht können wir also nach jedem Satz, den wir lesen, versuchen zu übersetzen. Dann fällt vielleicht das leichter, die Vokabeln mitzulernen. Okay, kein Problem. Wollen wir vielleicht von Anfang an kurz, also Abdul Baqi nochmal mit Assalamu alaikum? Okay, machen wir dann nochmal. Assalamu alaikum, Abdul Baqi. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam.
Ayya Khidma, das habe ich zum Beispiel nicht mitbekommen. Ayya Khidma. Okay. Also irgendwelche Dienste. Also sowas wie, kann ich irgendwie helfen? Aber im Ah, Arabischen okay. sagt man irgendwelche Dienste. Okay. أريد بعض الأثاث. Was heißt das? Ich möchte einige Möbel. Genau. Mada turidu li ghulfatin naum? Also, Genau. li ghulfatin naum? Also, turidu, was möchtest du? Und naum bedeutet heute oder? Nee, Naum ist Schlaf. Yom ist heute oder Tag. Yaum ist heute und Naum ist nochmal was? Schlaf. Schlaf, okay. Und Rurfa ist das Zimmer, oder? Genau richtig. Also Schlafzimmer. Also, was möchtest du im Schlafzimmer, oder? Für den Schlafzimmer. Dieses Li Ah, ist dort. Li ist für, oder? Was möchtest du für das Schlafzimmer? Weil alles ja. Oder der Artikel ist ja bestimmt hier. Was möchtest du für das Schlafzimmer? Okay. أريد Was heißt das? Was heißt nochmal Serir? Okay, Sarir heißt Bett. Weißt du noch, was Sitara heißt? Ich habe es mir nicht notiert. Okay. Also notiert es, Sarir ist Bett und Sitara ist der Vorhang, was man bei den Fenstern benutzt. وماذا تريد لغرفة الجلوس؟ Und wie heißt der Satz? أريد سريرة وستارة. Okay, أريد سريرا وستارة. Ich möchte ein Bett und ein Vorhang. Okay. Dann وماذا تريد لغرفة الجلوس؟ Und was möchtest du? Julus ist, also Rulf hat Julus ist Wohnzimmer, oder? Genau, Julus heißt das Sitzen und Ah. Ghurfa Julus ist eben Wohnzimmer. Okay. Bruder, wenn du immer Ghurfa sagst, kommt es mir irgendwie, als würdest du ein L sagen. Also Ghurfa. Es ist Ghurfa. Ich weiß Rulfa. nicht. Okay, ich weiß nicht, ob das Problem bei mir ist. Deswegen wollte ich nochmal betonen. Vielleicht habe ich zu sehr genuschelt, das kann auch sein. Also, Rurfatil. Genau. Wamada turidu li Rurfatil Julus. Und was Montag. möchtest du für das Wohnzimmer? Also, Julus, daher kommt, glaube ich, auch Jalsa, oder? Jalsa-Sitzung. Genau, richtig, ja. أريد أريكة ولا أريد أريكة ja. وسجادة. Ich möchte ein Sessel und ein Teppich. وماذا تريد للمطبخ؟ Und was möchtest du? Mattbach war Küche oder war das Genau. Toilette? Küche. Ah, Küche. وماذا تريد للمطبخ؟ أريد فرنا وثلاجة. Habe ich mir nicht notiert. Die Übersetzung. Furnen war Ofen. Und Thalaja war Kühlschrank. Also ich möchte einen Ofen und einen Kühlschrank. وماذا تريد للمطبخ؟
Nee, das haben wir gerade. وماذا تريد للحمام؟ Was möchtest du für die Toilette? أريد سخانا ومرآة. أريد سخانا، سخانا سبويلر، مرآة سبويلر، also einen Boiler und einen Spiegel. Okay. هل تريد شيئا آخر؟ Und was, also, oder was möchtest du noch? Besser gesagt, und möchtest du noch etwas? Und möchtest du noch etwas? Turido, möchtest du, was heißt Acher, anders? Anderes. Genau. Anderes, ja. Und hat das was mit dem Wort Acher zu tun? Andere Welt oder keinen Zusammenhang? Wallahu alam. Also könnte vielleicht ein bisschen Zusammenhang haben. Okay. Aber auch jetzt Acher, anders. Wallahu alam, ich will jetzt hier nicht was Falsches sagen. Das ist für mich eine Eselsbrücke. Acher anders und Achera die andere Welt. So kann ich mir das Wort besser merken. Und Shay'an heißt etwas. Wie bitte? Shay'an heißt etwas. Genau, Shay'an heißt etwas, also, ja. Und wenn man im Arabisch sagt, Kulli Shay'in, und also. Jede Sache. Oh, Oder jede okay. Sache. Oh, da sagt auch einen. شكرا أريد مشاهدة الأثاث. Ich möchte das Sehen der Möbel. Also die Möbel besichtigen sozusagen. Und dann? Tafaddal, bitteschön. Genau, bitteschön. Hat hier jemand Fragen? Können wir die Rollen wechseln? Okay, inshallah. Assalamu alaikum. Friede sei auf dir oder Friede sei auf euch. Wa alaikum assalam. Aya khidmatin? Aya khidmatin war übersetzt, welche Dienste oder? Ich glaube, wenn wir die Übersetzung auslassen, wäre es besser. Also einfach nur nochmal lesen, nur dass wir den Dialog austauschen. Uridu. بعد الثلاث أريد بعد أريد بعد الأساس ماذا تريد غرفة النوم؟ لغرفة تريد لغرفة النوم أريد سريرا أريد سريرا وست وستارة وستارة وماذا تريد لغرفة الجلوس؟ أريد أريكة والسخ والسجادة وماذا تريد اوكي وماذا تريد 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 للمطبخ اريد فرنا اريد فرنا وثلاج وثلاجة وثلاجة سلام حتى إن شد أريد فرنا وثلاجة خمس لغة نعم أوكي أريد فرنا وثلاجة أريد سخانا ومرآة
Du bist der Käse. Du bist der Bär. وماذا أرى وماذا تري ذو الحمام للحمام أريد سخانا ومرآة مرآة شنو هل تريد شيء أن آخر آخر شكرا أريد مشاهدة أريد مشاهدة الآثاث أريد مشاهدة الآثاث تفضل اوكي dann gehen wir zur nächsten Seite المفردات العرض دي برزنتاسيون انظر واستمع واعد المطبخ ولا مطبخ و دي كوشه غرفة النوم بودا شهرية was war das Schlafzimmer okay عبد الباقي Was hieß غرفة جلوس؟ Wohnzimmer. أثاث war Möbel. Sitara, Bruder Shahria. Vorhang. Genau. عبد الباقي ما معنى أريكة؟ Sessel. Okay. أخ شهرية ما معنى سجادة؟ Teppich. Teppich, نعم. عبد الباقي ما معنى سرير؟ Das Bett. Bett, okay. شهرية ما معنى ثلاجة؟ Kühlschrank. Kühlschrank, نعم. Kühlschrank. Okay. عبد الباقي ما معنى سخان؟ Klima. Boiler. Ach so. Okay. Okay. Sahria, ma ma'na Furn. Ofen. Ofen, genau. Abd al-Baqi, ma ma'na Mir'a. Spiegel. Spiegel, naam. Ma ma'na al-Ba'i'. Verkäufer. Verkäufer. Ma ma'na al-Mushtari. Käufer. Okay. Natürlich, wir haben hier L, deswegen müssten wir eigentlich sagen, der Verkäufer und der Käufer. Stimmt. Wenn man das ganz genau sagen möchte. Okay. Ninzil ila asfal. Wir gehen runter. Tadrib. Sil bayna al-Kalima wa surat al-Munasiba. Verbinde zwischen dem Wort und dem passenden Bild. هذه الصورة مع أي كلمة عبد الباقي؟ سخان ممتاز شهرية هذه الصورة مع أي كلمة؟ Also, das ist eine von den Grünen, oder? Genau. Ich bin mir nicht sicher, vielleicht Sachan oder. Nee, das hatten wir gerade, oder? Genau, richtig. Das hatten wir gerade. Ich müsste raten, Sitara oder. Sitara war Vorhang. Okay, dann bleibt mir nach. Fellaja. Genau, Fellaja. Okay. عبد الباقي ما أي كلمة تناسب هذه الصورة؟ ستارة ستارة ممتاز شهرة هذه الصورة مع أي كلمة؟ أريكا أريكا نعم ممتاز عبد الباقي هذه الصورة
مرآة. مرآة، ممتاز. وشهرية، هذه الصورة. فرن. فرن، ممتاز. Was heißt يبقى صورة؟ صورة heißt بيت. Bild. بيت، genau. Also Aber es ein heißt, er hat nichts mit unserer Sura zu tun im Koran. Nee, Sura im Koran ist mit Sin, aber hier ist Ah. Sura mit Sad. Und auch im Hadith, wo zum Beispiel gesagt wird, dass die Malaika nicht reinkommen, dort wo eine Sura ist oder ein Kelb oder ein Hund, die Sura, da gibt es Meinungsunterschiede. Zum Beispiel bei den Malikiya, weil Sura, früher hatte man ja nicht. Also wie gesagt, das ist eben Meinungsunterschied. Bei den Malikiya zum Beispiel, was viele nicht wissen, die haben die Meinung, dass Sura muss erst ist erst dann eine Sura, wenn es 3D ist. Das bedeutet, bei denen ist es nicht haram, ein Bild zu haben, außer es ist eben in 3D-Form. Zum Beispiel Allahu eine a'lam. Skulptur oder so, oder? Meinst du das? Genau, genau. Aber es natürlich selbst zu malen oder selbst zu machen, das ist bei den Jumhur, bei den allgemeinen Gelehrten eigentlich einig, dass man das nicht abmachen darf. Okay, hat jemand zum Thema noch Fragen? Dann bleiben wir hier inshallah stehen. ربنا عافنا واعف عنا واحفظنا بأسرار الفاتحة.